So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute weder Film noch Spiel, sondern ein Soundtrack zu einem Anime, Clannad, eine absolute Herzensangelegenheit. Ich liebe diesen Anime, ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Speziell auch in der zweiten Staffel, genannt Afterstory, da fließen die Tränen. Da werden Männer zu kleinen Jungs und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Der Soundtrack ist nämlich absolut fantastisch, um nicht zu sagen göttlich. Er ist einfach großartig, stammt ja ursprünglich aus der Visual Novel, auf dem auch dann der Anime beruht, also dieser recht populären, spielbaren Erzählung. Und ja, Filmkonfekt hat den Soundtrack jetzt hierzulande aufgelegt. Ich weiß noch, als ich vor 3 Jahren Filmkonfekt Anime angeschrieben habe, nachdem ich den Anime gesichtet hatte und Filmkonfekt zu der Zeit eben auch den Anime released hatte, in schönen Steelbooks mit Goodies. Zum Beispiel hier ein Baby-Dango oder Botan aus dem Anime, Piu Piu. Und die sagten, ja, mal schauen, was ich machen lässt. Nun, 3 Jahre später hat Filmkonfekt Anime den Soundtrack tatsächlich rausgebracht. Absolut großartig. Und ja, hier eben auch schön zu sehen, eine Dango-Familie, man hat hier Kirschblüten, auch das natürlich ganz prominent in der Serie. Das Ganze hier ist ein Digipack im Schuber, es hat DVD-Format, ich hätte mir vielleicht ein Blu-ray-Format gewünscht, also von der reinen Größe, weil hier wirkt das ein bisschen, ja, die Diskrepanz finde ich ein bisschen groß, wirkt ein bisschen nackt. Wäre sicherlich etwas angenehmer gewesen, sonst, aber es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt sind 60 Titel, darunter 4 exklusive Bonustitel auf 3 CDs. Man sieht hier immer die japanische Bezeichnung und ja, da hat man auf jeden Fall lang was zu hören. Ihr seht hier Gesamtlauflänge 202 Minuten, also reden wir hier von über 3 Stunden. Ja, inklusive 24-seitigem Booklet mit Informationen zu den Titeln, Songtexten, zum Mitsingen und deutschen Übersetzungen. Und dann würde ich sagen, holen wir das Digipack mal raus. Der Schuber ist ganz okay, ist jetzt nicht ultra stabil, aber passt. Hier schön zu sehen, das Kirschblütenmotiv geht in den Schuber mit rein, was ich ziemlich cool finde. Und ja, dann haben wir hier Nagisa aus dem Anime. Sehr schönes Bild, beziehungsweise könnte das sogar ein Motiv aus der Visual Novel sein, auf dem der ganze Anime ja beruht, diesen spielbaren Erzählungen. Und ja, haben wir hier nochmal die identische Spine. Hier nochmal Dango in verschiedenen Farben. Und ja, dann haben wir hier dieses Motiv. Hier haben wir Werbung für Clannad After Story. Da sind auch alle Volumes noch erhältlich mit Goodies. Bei der Urserie sieht es ein bisschen anders aus, aber da gibt es eben diese Komplett-Edition von Filmkonfekt Anime. Und die amerikanische bzw. britische Blu-ray bzw. der Release da ist schon lange out of print, also da kommt man gar nicht mehr dran. Keine Ahnung, wann das mal wieder aufgelegt wird. Also wenn man Deutsch kann, ist man relativ gut bedient. Also wenn man sich das nach Hause holen will, dass man das sich hierzulande eben holt. Ja, wir haben hier so ein dünnes Booklet, so ein Heftchen, zeige ich euch gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal die CDs noch an. Ist auch hier wieder ein bisschen nackt. Ihr seht das hier, hier unten sind so die Bäume hinten her, unten dran, und hier ist alles ein bisschen nackt. Aber ja, mit den Dangos und so ist es ganz schön gemacht. Aber natürlich schlicht, aber ist in Ordnung. Es gab schon längere Zeit die japanische CD eben. Die ist aber schon länger jetzt out of print. Quatsch, nee, die ist nicht out of print, was sage ich denn? Aber die ist deutlich teurer, sagen wir es mal so, als der deutsche Release mit seinen 28 Euro, was ich jetzt echt human finde. Und ich hoffe natürlich, dass sie auch noch die anderen Key Animation Serien rausbringen, wie Kanon, die 2006er Version, die ich auch fantastisch finde. Tolles Wintersetting, toller Soundtrack. Auch hier bitte dann den Soundtrack noch dazu rausbringen. Oder auch er. Ja.
Und hier haben wir eben deutsche Übersetzungen zu einigen der japanischen Lieder, die hier mit dabei sind. Cool, coole Sache. Hier haben wir nochmal dieses Motiv. Und hier haben wir Anekdoten, also Kommentare, ich glaube, vom Komponisten zu jedem einzelnen Lied, was ich fantastisch finde. Also ganz wunderbar. Und natürlich alles auch hier auf Deutsch. Hier haben wir dann sogar, wer hier karaoke-mäßig mitsingen will, beziehungsweise wer sogar die Musik nachspielen will, sind auch die Noten dabei, nicht nur der Text. Auch hier finde ich eine ganz tolle Sache. Das Heftchen ist ein bisschen dünn, also hätte man vielleicht nochmal dickeres Material nehmen können. Aber insgesamt echt in Ordnung. Und hier sind nochmal so Zeilen von Soundmanagern und hier hinten war es noch dem Drehbuch- und Soundmanager. Ja, viel Selbstzweifel, toller Einblick hier in die Gedankenwelt der Japaner, die hier die Musik gemacht haben, dass sie einen ziemlich großen Druck verspürt hatten und dass es ursprünglich gar nicht geplant war, die Musik zu releasen, aber dass eben die Nachfrage danach so groß war, dass sie es dann doch gemacht haben und dann diese Tracks sogar teilweise erweitern mussten. Und was eben auch interessant ist, dass sie schauen mussten, was für Lieder oder Tracks, welche Tracks loop-kompatibel sind, also die in Dauerschleife spielbar waren. Denn ursprünglich, wie gesagt, war das eine Visual Novel und dann musst du natürlich gucken als Komponist, dass die Musik erstens nicht zu schnell nervtötend wird. Und dass die Musik sich außerdem nicht mittendrin jetzt blöd abbricht, je nachdem, wie schnell das Lesetempo des Spielers ist. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Tolle Edition von Film Confect. Hoffentlich kommt, wie gesagt, noch Kanon. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, bis dahin sagen die beiden hier mal Tschüss. Die sind hier übrigens nicht dabei. Ich will keine falsche Hoffnung machen. Aber sind eben auch in den Steelbook-Editionen der Anime-Serie hierzulande erhältlich. Ja, danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit. Servus!